Wir ziehen also völlig andere Schlüsse als die anderen. Die einen sagen, wie in den Zustand kommen, von allem Abhangen losgelöst zu werden, damit ich aus dieser Leidenskette von unvermeidlichen Demütigungen, Vernichtungen, unausweichlichen Zerstörungen, dem der ja Milliarden jahrelangen Fressensvertilgungsreihe, alles dessen, was ich wechselseitig auslöschen muss, ohne dass irgendein Rest von ihnen selber bleiben könnte. Wie kann ich aus dieser Kette von Unmöglichkeit endgültig herauskommen, auch wenn die anderen das nicht sehen und nicht begreifen können, was sich da abspielt, denn auch sie betreiben nichts anderes als diese Vertilgung, den Austausch, den Verrat, den Wurm des Argwohns, den Verlust der Bipolarität, der Zweisamkeit auf das Drittverandernde hin und so weiter. Also wie gelingt es, so weit Ernüchterung zu erlangen, nicht mal von den Gleisblendschönheiten der Abziehbildchen des Realen geblendet zu werden, sondern allen Hunger erlöschen zu lassen und nicht wiederzukehren. Und die anderen sagen sie, ja, wir sehen das auch, diese Unmöglichkeit, dass sich das alles immer wieder vernichtet, auffrisst, austauscht, in Schnöden abtäuschen, die keineswegs kompatibel oder gerecht verlaufen. Aber gerade deshalb, weil wir eben verloren sind und alles, immer alles verloren sein wird, deshalb machen wir es erst recht und hochstapeln das Spiel, soweit es eben geht, da an der Struktur ja eh nichts zu ändern ist. Man kann sie nur hijacken, das Spiel hoch triumphieren lassen, hochjubeln, hochzuppeln, oder man kann sich unter die Bettdecke verkriechen und sagen, kann ich eh nichts dran machen, ist eh alles schrecklich, also stecke ich meine Nase nicht raus aus dem Sumpf.